Hallo und herzlich willkommen, liebe DVD-Form-Zuseher. Wir sind hier von Sky eingeladen worden in die UCI Millennium City zur 8. Staffel von The Walking Dead und dürfen uns exklusiv die erste Folge hier im Kino ansehen. Die Staffel läuft ab 23.10. immer montags um 21 Uhr in Sky und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Im Gegensatz zum letzten Staffelstart, Rest in Peace, Glenn und Abraham, wurde für uns für diesen Anlass eine noch explosivere Episode mit mehr Feuer und am großen Krieg versprochen. Also wir dürfen gespannt sein, es wird anscheinend doch relativ brutal. Ab sofort heißt es Negan und seine Saviors gegen Rick, Alexandria, Kingdom und Hilltop in einem All-Out-War, den wir so noch nicht gesehen haben. Da eine kurze Umfrage, wer ist Team Negan? Bitte mal Applaus. Bitte verhalten, ich fühle mich nicht mehr ganz so wohl. Und die Gegner, wer ist für die Gegner? Haben wir heute auch wieder auf Reise. Wir haben einmal eine Negan-Sammelfigur. Ich hoffe, dass jeder, wenn nicht, können sie vielleicht tauschen, aber Negan ist doch immer gern gesehen, würde ich sagen. 693. Ja. Wer ist der oder die Glückliche? Bitte zu mir kommen und den Preis abholen. Gratulation. Walker übergibt dann den Preis. So. 585. Ja! 585 gibt es. Gratuliere. Genug des Redens. Ich wünsche euch gute Nerven und viel Spaß. Und einen schönen Abend. Der Krieg beginnt. Die neue Staffel The Walking Dead ab 23. Oktober. Erlebe sie noch einmal von Anfang an. Die erfolgreichste Zombie-Serie der Welt. Mit Skybox-Sets. Alle Staffeln deiner Lieblingsserie zum Festbeißen. Serien, die du liebst. Nur auf Sky. Wie hat euch die erste Folge gefallen?
Also es war sehr spannend und auch etwas verwirrend. Ja? Ich bin schon neugierig, wie es weitergeht. Ja, mir hat auch sehr gut gefallen, sehr viel Action. Ich glaube, jetzt machen sie diesen Sprung in der Zukunft und da bin ich sehr neugierig, wie es weitergeht. Ja, war super. Leider war es irgendwie im Vorhinein schon klar, dass die Endszene nicht sagen sein wird. Aber ja, das ist Walking Dead. Man soll es spannend halten und ja, ich glaube, es ist gelungen. Ja, für das erste Mal, ich muss ja dazu sagen, ich habe einen Freund begleitet und für die erste Folge, die ich gesehen habe, kann man schon sagen, ganz spannend. Hat natürlich, mir fehlen Handlungsstränge, aber fürs erste Mal hineinzutauchen, war das, glaube ich, keine schlechte Folge. Wir sind gut, super Anschluss zum Season Final der 7. Staffel. Es sind zum Teil Sachen von den Trailern aufgelöst worden, Spitzenansprachen von Rick und einfach sensationell. Ich freue mich auf die folgende Staffel.